Herr Matthias, wieso gibt es eigentlich Halloween? Wer kann die Frage beantworten? Ich glaube, weil Jesus damals gegen einen Riesenkürbis gekämpft und ihn besiegt hat. Wow, du bist ja auch wie so ein Halloween-Kürbis, außen orange und innen hohl. Feiern Sie eigentlich Halloween? Nein, wozu denn? Ich habe das ganze Jahr über hinweg merkwürdige Gestalten um mich herum. Du etwa? Ja, schon, aber ich weiß noch nicht, als was ich gehen soll. Du Gesichtsgulasch brauchst doch kein Kostüm. Halloween ist der einzige Tag im Jahr für dich, wo du dich nicht verkleiden musst. Du brauchst gar nicht lachen. Du brauchst nämlich auch kein Kostüm. Du bist über das ganze Jahr eine kleine Hexe. Und als was soll ich gehen? Hängt dein Zeugnis um den Hals. Das ist gruselig genug. Und jetzt hört verdammt nochmal auf, Fragen zu stellen, ihr kleinen Bastard.